Ja, heute zum Spiel gegen die Heilbronner Falken habe ich jetzt Curry Mapes bei mir. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit vorm Spiel nimmst. Dann kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Im Moment häufen sich ja solche Spiele wie dieses heute, was vorgezogen wird oder halt ganz ausfällt und dann nachgeholt wird. Inwiefern stört das eure Routine? Ja, ich würde sagen, optimal ist natürlich nicht. Ja, wir sind froh, dass wir überhaupt spielen dürfen. Wir hatten jetzt die letzten zwei Wochen immer nur ein Spiel am Wochenende. Das ist natürlich nicht so gut, aber wir hoffen natürlich, dass wir jetzt zwei Spiele machen können. Im Endeffekt geht es darum, dass wir unsere Leistung bringen. Gegen wen es ist, ist dann sekundär. Hauptsache wir bringen unsere Leistung konstant über 60 Minuten. Das heißt, ihr könnt euch dann auch relativ schnell auf den neuen Gegner einstellen? Ja, es läuft ja dann durch Videostudium. Der Trainer macht dann, schneidet Clips. Für die ist natürlich mehr Arbeit, so kurzfristig dann wieder umzuplanen. Natürlich bereiten die sich am Gegner vor, durch Videostudium. Da müssen sie halt von anderen Gegnern wieder die Clips schneiden und dadurch wird es natürlich für die mehr Arbeit wie für uns. Euch ist jetzt auch leider euer Top-Verteidiger ausgefallen mit einer längerfristigen Verletzung. Wie sehr schmerzt das Team? Ja, schon arg. Also der Ian ist ein sehr, sehr guter Verteidiger auf dem Eis. Und natürlich auch menschlich fehlt er uns. Und wir hoffen natürlich, dass er schnell wieder gesund wird, wünschen ihm gute Besserung und drücken ihm die Daumen. Du hast es eben schon angesprochen, ihr hattet jetzt nur ein paar Spiele oder eins am Wochenende jeweils. Die Saison ist auch noch nicht so gestartet, wie ihr es euch wahrscheinlich vorgestellt habt. Welche Ziele habt ihr euch dennoch gesteckt? Wir wollen eigentlich das Resultat von letzter Saison wiederholen oder noch besser werden. Natürlich war das Wochenende war nicht gut. Da haben wir hier ein recht gutes Spiel gegen Frankfurt abgeliefert, kamen ein bisschen aus dem Rhythmus, auch durch die Spielverlegung und wollen jetzt mal wieder guten Rhythmus spielen. Es kommen viele Spiele, hoffen wir können alle spielen und da dann wieder punkten. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage. Mit welchen drei Schlagworten würdest du euren Trainer beschreiben? Er ist ehrgeizig, würde ich sagen, engagiert und ein Gewinnertyp. Gut, vielen Dank. Dann dir jetzt eine gute Vorbereitung und später ein gutes Spiel. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Das erste Drittel ist gespielt, 1:1, ist ein Ausgleich. Ja, Stefan, wie hast du das erste Drittel gesehen? Ich glaube, das ist ein sehr intensives Spiel, geht schnell rauf und runter. Gute Chancen auf beiden Seiten. Ich glaube, genau so haben wir es auch erwartet, wie die kommen werden. Heute steht Philipp Maurer im Tor. Ist das für euch als Mannschaft ein Unterschied? Nö, überhaupt nicht. Der macht bis jetzt einen super Job. Wir müssen sowieso vor dem Tor immer solide stehen, dass wir die Stürmer da wegbringen. Und bis jetzt machen wir einen super Job. Und wie gesagt, der Lippe macht auch einen überragenden Job. Sehr gut. Was erwartest du denn jetzt gleich von den kommenden Dritteln? Oh, ich glaube, dass es genauso weitergehen wird. Jetzt schauen wir mal, vielleicht bekommen wir jetzt dann auch mal ein Powerplay nach den 35 Stockschlägen da. Aber so müssen wir genau weiterspielen, schauen, dass wir keine Turnovers bekommen. Weil Bonn wirklich eine super Offensive hat, schnell nach vorne spielen und wenn wir das abstellen, dann denke ich mal, wird das gut heute. Vielen Dank für deine Antworten, wir drücken euch weiter die Daumen und jetzt eine gute Pause. Dankeschön. Danke. Das zweite Drittel ist auch gespielt, jetzt die Heilbronner Seite bei mir, Kevin Maginot. Kevin, ja, viele Tore im zweiten Drittel, was sagst du zu dem abgelaufenen Drittel oder zu dem Spiel bisher? Ja, wir spielen weder, wie wir es uns vorgenommen haben, noch so, wie wir spielen wollen. Lassen viel zu viel zu, müssen es abstellen im letzten Drittel und alles reinlegen und ja. Du sagst schon alles reinlegen, was meinst du damit genau, wie kann es besser werden? Na gut, wir machen momentan nicht allzu viel richtig in der defensiven Zone. Müssen wir schauen, dass wir das jetzt abstellen, dass wir das hinbekommen. Ja. Danke für deine Worte und eine gute Pause. Dankeschön. Das Spiel gegen die Heilbronner Falken ist zu Ende. 7:1, was ein Sieg. Daniel, war das wirklich so ein klarer Sieg oder war es am Ende doch ein harter Kampf? Ja, natürlich. Wir waren uns vorm Spiel alle einig, dass die Tabelle überhaupt nichts aussagt bis zum jetzigen Spieltag. Und wir waren darauf eingestellt, dass wir einen harten Kampf abliefern müssen, um gegen Heilbronn was mitzunehmen. Und das haben wir auch von Anfang an gemacht. Und es waren vielleicht zwei, drei Treffer zu hoch ausgefallen, aber ich denke, das war schon ein verdienter, klarer Sieg für uns. Kannst du so schnell nach dem Spiel schon sagen, warum das heute so gut geklappt hat mit den Tore schießen? Erstmal fangen wir an, dass wir hinten nur ein Tor bekommen haben, und zwar in Unterzahl. Wir hatten einen starken Torhüter, heute erstes Spiel gemacht, Glückwunsch. Und wir haben defensiv gut gespielt. Wie gesagt, auch einen guten Torhüter gehabt und haben vorne unsere Chancen genutzt, haben ein ganz gutes Powerplay gehabt heute und sind für die Arbeit belohnt worden. Dann gehen wir doch direkt auf den Torhüter ein. Philipp Maurer stand heute von Anfang an im Tor, ist noch ein ziemlich junger in der Mannschaft.
Wie stolz ist man da vielleicht auch als älterer Spieler, wenn dann so ein junger Spieler einen guten Job macht und dann auch noch im Tor? Ja, das natürlich. Also Philipp hat die ganzen Wochen schon sehr gut trainiert und ist klar, dass er irgendwann mal seine Chance bekommt. Und die hat er heute klar genutzt. Ja. Freut mich. Sehr gut. Dann letzte Frage. Zum Ende ist das Spiel noch relativ hart geworden. Wie geht man dann damit um? Ihr seid ja nicht wirklich großartig drauf eingegangen, bis auf zwei, drei Situationen ja, genau, vielleicht. Das war auch gut so. Ich glaube auch nicht, dass Heilbronn unbedingt jemanden verletzen wollte oder das so bös gemeint hat. Es sah vielleicht ein, zwei Mal unglücklich aus. Aber wir haben gesagt, vor dem letzten Drittel, wenn es so anfängt, lassen wir uns nichts gefallen. Und das hat man, denke ich, auch gesehen. Aber es war jetzt nichts Größeres dabei. Zum Glück auch, wo irgendwas passiert wäre oder ja, wir waren darauf eingestellt, dass es ein bisschen ruppiger werden kann und letztendlich war alles okay. Nochmal vielen Dank für deine Statements, Glückwunsch zum Sieg und jetzt einen schönen Abend. Dankeschön. Danke. Also.